Herzlich willkommen, geil, dass du wieder mit am Start bist zur weiteren Ausgabe von Gothic 2, die Rückkehr. Und ja, in der letzten Episode sind wir hier ins Banditennest. Oder ins Banditenlager. Ohne den richtigen Schlüssel krieg ich das nie auf. Eingerückt. Hi. Was willst du? Wo krieg ich eine Spitzhacke her? Geh zu Huno, dem Schmied. Aber selbst wenn du eine Hacke hast, heißt das noch nicht, dass du auch in die Mine kommst. Wenn du rein willst, musst du mit Esteban sprechen. Zu Torus brauchst du gar nicht erst zu gehen. Der lässt dich nur rein, wenn du einen roten Stein hast. Sag mal, was hältst du von Esteban? Er ist der Boss hier. Er ist ganz okay, denke ich. Die guten Jungs lässt er immer in die Mine. Die was vom Schürfen verstehen, meine ich. Und du verstehst was vom Schürfen? Ich bin der Beste. Ein Lernpunkt. Nee. Das mache ich jetzt nicht, das ist mir nicht so wichtig. Ah, wen haben wir denn da? Sieh an. Das bist ja du. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Sag mir zuerst die schlechte Nachricht. Raven sucht dich. Seine Gardisten suchen dich. Eigentlich suchen dich alle Banditen. Und wenn sie dich entdecken, werden sie dich töten. Das haben schon viele versucht. Dann ist deine Kampfkunst so groß wie deine Gerissenheit. Mit einer unserer Rüstungen ins Lager zu kommen, das ist wie das Schaf, das zu den Wölfen kommt. Dein Leben hängt an einem dünnen Faden, Sohn der Gefahr. Und was ist die gute Nachricht? Nun, ich weiß zwar nicht warum, aber du hast dir ein paar mächtige Feinde gemacht. Du kannst von Glück reden, dass ich dich erkannt habe und kein anderer. Denn ich bin verständnisvoll. Und umgänglich. Wie viel willst du? Oh nein, bitte! Ich will doch kein Gold von dir erpressen. Das würde mir im Traum nicht einfallen. Was willst du dann? Vor kurzem hat jemand versucht, Esteban aus dem Weg zu räumen. Er ist jedoch an seinen Leibwachen gescheitert. Geh zu Esteban und sprich mit ihm. Danach unterhalten wir uns noch einmal. Na schön. Hallo, wer bist du denn? Du siehst aus wie ein Buddler. Ich bin ein Buddler. Als ich das letzte Mal in der Mine war, habe ich geschuftet wie ein Blöder. Ich bin ein Buddler. Was passiert mit dem Gold aus der Mine? Torus sammelt es ein und verteilt es. Keiner darf behalten, was er geschürft hat. Jeder bekommt nur einen Teil des Goldes, damit auch die Jäger und Wachen nicht leer ausgehen. Ich find's okay. Seit dieser Regelung gibt es weniger Tote und die Schürfer bekommen immer noch mehr als die Typen, die draußen rumhängen. Warum bist du jetzt nicht in der Mine? Ich war lang genug in der Mine und hab bis zum Umfallen geackert. Jetzt brauche ich erst mal ein paar Tage Ruhe, bevor ich mir meinen nächsten roten Stein hole. Was hat es mit diesem roten Stein auf sich? Das ist eine Sache, die sich Torus und Esteban ausgedacht haben. Torus kümmert sich um die Goldverteilung und Esteban organisiert die Arbeiter für die Mine. Er will natürlich nicht jedes Mal zu Torus rennen, wenn er jemanden in die Mine schickt. Deshalb drückt er uns einfach eine dieser roten Steintafeln in die Hand und Torus lässt uns dann rein. Ist wie eine Eintrittskarte. Okay. Good to know. So, gehen wir erstmal hier rein und gucken uns mal um. Ach, hier steht er ja. Ach, hallo. Wie läuft's bei dir? Naja, wenigstens bin ich schon mal drin. Lucia brennt einen harten Schnaps. Aber Esteban lässt mich nicht in die Mine. Jedenfalls noch nicht. Er hat mir noch eine andere Aufgabe gegeben. Und? Was will er von dir? Es wurde ein Attentat auf Esteban verübt. Er will wissen, wer dahinter steckt. Esteban glaubt, dass Snuff damit drin hängt. Ich soll ihn im Auge behalten. Hey, Esteban denkt, Snuff hängt damit drin. Ich soll ihn im Auge behalten. Als ob er das nicht mitbekommen hätte. Ich komme später wieder. Ey, Snuff, Logan glaubt, du hängst bei dem Arzt. Willst du futtern oder quatschen? Was darf sein? Was gibt's denn Leckeres? Ich will ein neues Gericht ausprobieren. Feuergeschnetzeltes in Hammersoße. Hammersoße? Eine Soße aus hammerhartem Schnaps. Ich habe ein Rezept von einem Typen namens Lou. Besorg du die Zutaten und brenn den Schnaps oben am Labortisch. Dann mache ich daraus eine Soße. Was meinst du? Okay, ich mach's. Alles klar, hier ist das Rezept. Ich glaube, damit gehen wir aber erstmal zu Samuel. Und dich kenne ich nicht, aber jetzt kenne ich dich.
Und? Wie sieht's aus? Hör zu, wenn du was essen willst, geh zu Snuff. Wenn du was trinken willst, bist du bei mir richtig. Was trinkt ihr denn hier so? Wir haben nur wenig Bier. Das einzige Bier auf der Insel haben die Paladine mitgebracht. Naja, wenigstens etwas Gutes, das die Kerle mitgebracht haben. Ansonsten trinken wir Schnaps. Ich habe selbstgebrauten Grog und weißen Rum. Den solltest du probieren. Das Rezept habe ich von Samuel. Der Alte versteht wirklich sein Handwerk. Kommst du nicht aus Korinis? Erinnere mich bloß nicht daran. Mein Leben in dieser Stadt war schrecklich. Als noch die Schiffe mit den neuen Verurteilten ankamen, da war in der Stadt noch was los. Aber diese ganzen anderen Typen... Nein, danke. Vielleicht liegt's daran, dass wir auf einer Insel sind. Naja, die Zeiten sind vorbei. Mit Eldridge bin ich fertig. Warum? Er ist ein Schlappschwanz. Als ich von den Banditen verschleppt wurde, hat er keinen Finger krumm gemacht, um mir zu helfen. Was hast du jetzt vor? Mal schauen. Ich bleib erst mal hier bei Snuff, Fisk und den anderen. Hast du schon mit Torus gesprochen? Oh, Enos, ist das ein wahrer Baum von einem Kerl. Entschuldige, kommen wir auf deine Frage zurück. Ich habe kein festes Ziel, ich lass mich treiben. Geil, dann lass es uns treiben. Du magst die Paladine nicht besonders, was? Diese fanatischen Mörder im Auftrag der Feuermagier? Nein. Verstehe ich nicht. Dieser Lord Hagen besetzt mit seinen Schlägern die Stadt Schläger, leider. Vor ihnen. Das Geil. Wollte ich nicht. Ich wollte nicht darauf warten, dass sie die rote Laterne zumachen und mich einsperren. Mit seinen Schlägern die Stadt, ey. Kannst du mir was beibringen? Nur zu gern. Bei mir kannst du deine Geschicklichkeit trainieren. Vom Paladin im Auftrag der Feuermagier zum Schläger degradiert. Das ist einfach so herabwürdigend, ey. Gib mir was zu trinken. Voll nice. So, was hast denn du? Ja, rüber mal den Grog. Grog ist cool. Oh, ich hatte natürlich eine ganze Menge. Ich brauche den Grog halt für Skip. Der will den doch haben. Kann ich hier irgendwas verkaufen? Ich würde ganz gerne jetzt mal meine 10.000 Goldstücke knacken. Hier, warte mal. Jetzt muss ich drauf aufpassen, was ich verkaufe. Wassermagier, Jäger, Sonnenkreis. Ring gehört Laris? Hä, wieso habe ich den noch? Muss ich ihm mal zurückgeben. Mana Bonus 5, Mana Bonus 10. Ja, ist ja wohl klar, was ich dann behalte. Schutz vor Waffen 3. Schutz vor Feuer hingegen, das ist schon interessanter. Den sollte ich nicht weggeben. Ring der Lebenskraft, bald über den Ring der Erleuchtung, der ist sinnvoller. Mana Bonus plus 5. Hatte ich nicht gerade hier noch irgendwo einen Mana Bonus Ring? Ja, Ring der Priester behalte ich mal. Wobei, ne, hier haben wir doch Mana Bonus plus 10. Ne, Ring der astralen Kraft war plus 10, da kann ich den weggeben hier. Den brauchen wir noch, um Fernando weiter zu überführen. Ring der Priester. Ja, kann weg. So, Amulette. Schutz vor Pfeilen. Das ist so ein Amulett, das braucht keine Sau. Stärke plus 10 sollte ich noch nicht. Oh, Feuer 10 Schutz, das ist gut. Mana Bonus plus 10 sollte ich lieber auch mal behalten. Amulett der Priester. Schutz vor Feuer. Ja, das behalte ich mal besser noch für alle Fälle. Ich sehe es schon kommen, dass wir im Minental dann rumhängen und dann geht alles in den Bach runter. So. Ich will einfach nur diese 10.000 Goldstücke knacken. Dankeschön. Ich will geschickter werden. Will ich das wirklich? Wir haben 19 Lernpunkte. Ich wollte eigentlich mal in Bogen investieren. Nee, wir können jetzt eigentlich das nächste Mal in Zweihandkampf investieren. Dann sind wir Meister. Das wäre richtig gut. Und wichtig vor allem. Das könnte ich gebrauchen. So, rum. Wer bringt denn nochmal Kampftalent bei? Wer trainiert denn hier Kämpfer? Das weiß ich gar nicht mehr. So, hier haben wir noch ein paar Tränke, sehr schön. Mit Fortuno soll ich jetzt auch gleich mal reden. Ich brauche ja noch für Lester einen schwarzen Weisen. Wir haben auf jeden Fall einiges jetzt hier zu tun. Das ist so safe wie's Arm in der Kirche. Wir bleiben drin.
Junge, Mädel, meine ich, kauf dir mal eine vernünftige Hose. Oh, jetzt hier Lena, bester Butler. Hi. Hi, ich bin Lena. Willkommen im Lager der Butler. Butler? Ich dachte, das wäre das Lager der Banditen. Richtig, aber die Banditen sind auch nur hier, um zu buddeln. Also... Oh cool, er hat jetzt gar keine Robe mehr, sondern nur einen Rock. Eine schwarze Wolke über dem Haus. Der eine kommt mit Blut, gebraucht ihn zu rufen. Ihn, der mich sieht. Er sieht mich. Oh nein, geh weg, verschwinde. Alles klar bei dir? Grün. Grüner Novize. Ich kann ihn nicht finden. Wie kann ich dir helfen? Der grüne Novize hilft dem Novizen. Der grüne Novize hilft dem Novizen. Der grüne Novize, Lager der Truhe von Fortuna. Ich hoffe, der kann mir beibringen, so einen schwarzen Weißen zu drehen. Das wäre cool. Weil ich bilde mir ein, da hatte mir auch jemand mal was in die Kommentare geschrieben dazu. Befehle. Hier. Die Stängel lassen sich zwar prima drehen, aber was wir im Sumpflager hatten, war von anderem Kaliber. Wenn ich hier Essenz aus zwei Sumpfkrautpflanzen verwende und dazu ein Feldknurrich, dann habe ich einen... Den Stängel mit einer Wirkung des grünen Novizen. Der grüne Novize hilft gegen Kopfschmerzen jeder Art und macht einen klaren Kopf. Ja, die Zutaten, die haben wir ohne Probleme. Das können wir auch direkt mal machen. Fortuno ist einer der Vernünftigen hier. Mit dem lässt sich reden. Oh, ich finde das so cool, wie liebevoll hier noch so eine Kerze mit auf diesem Tisch platziert wurde. Drüben fehlt sie. Deshalb gehe ich lieber an diesen Tisch. Dieser Alchemietisch ist quasi Innos geweiht, wenn man es so möchte. So, grüne Novizen herstellen. Nice. Nice, nice, nice. Ist hier eigentlich irgendwas hinterm Haus versteckt? Da können wir jetzt auch direkt mal schauen. Oh, Lian oder Ende. Haha, guck mal, ein großer Lederbeutel und Heilkraut. Sehr, sehr, sehr schön. Das hat sich doch gelohnt hier. Der Besuch hier hinten hat sich doch ganz geil gelohnt. Hui! Erstmal das Handy an vollen Rücken springen. Und zu Boden tackeln, Alter. Grün. Ja, ist schon klar. Hier, nimm diesen grünen Novizen. Boah, der Johnny, den er in der Hand hat, Junge. Geil. Ach, mein Kopf. Wer ich bin... Fortuno, was ist los? Ja. So, jetzt erzähl mir mal, was mit dir los ist. Einst gehörte ich zur Bruderschaft des Schläfers. Da war noch alles in Ordnung. Gut, wir waren alle verurteilte Verbrecher. Aber für uns Novizen war das Leben recht unbeschwert. Hey, ich war selbst im Minental gefangen. Erzähl mir was Neues. Ich erinnere mich an nichts. Dunkelheit liegt über meinem Verstand. Komm schon, konzentriere dich. Was ist passiert? Wann bist du wieder zu dir gekommen? Raven. Ich erinnere mich nur an Raven und dann an dunkle Räume. Was ist mit Raven? Was hat er mit dir gemacht? Tut mir leid. Mir ist, als ob mein Verstand gefangen wäre. Ich verstehe es selbst nicht. Das sieht so aus der Perspektive, sieht das so aus, als ob der Held einfach mal einen ganzen Kopf größer ist oder Fortuno halt ein Kind wäre. Irgendwie... Es muss eine Möglichkeit geben, deine Erinnerung wieder aufzufrischen. Ja, ja, vielleicht gibt es eine Möglichkeit. Die Gurus verstanden sich auf verschiedene Arten der Geist- und Willensveränderung. Weißt du noch was darüber? Nein, ich befürchte, dieses Wissen ist mit den Gurus verschwunden. Verdammt. Nun, wenn es einen Weg gibt, deinen Geist zu befreien, werde ich ihn finden. Ich fände es geil, wenn man jetzt sagen könnte, okay, man geht jetzt zurück wirklich zu den Gurus, zu Baal Urun oder so, und man könnte dem davon erzählen und dann kann er mir wirklich einen Tipp geben, wie ich, also quasi einen Alternativweg, wie ich Fortunos Gedanken zurückholen kann. Brauchst du mehr Sumpfkraut? Ja, unbedingt. Alles, was du an Sumpfkraut auftreiben kannst, werde ich dir abkaufen.
Ich zahle dir sogar mehr dafür als Fisk. Okay. Das würde mich ja jetzt mal sehr interessieren. Aber ich bin ganz ehrlich, dafür gehe ich jetzt nicht nochmal zurück. Nicht wecken. Was? Wenn du dir selbst einen Gefallen tun willst, dann halte dich von Skinner fern. Der Kerl ist unberechenbar. Den letzten, der ihn geweckt hat, hat er umgebracht. Lass ihn schlafen, das ist das Beste für alle. Bist du ein Butler? Wegen der Hose? Nein, ich trage sie nur, weil sie bequem ist. Ich koche hier nur Fleischsuppe. Hier, kannst du ja mal probieren. Die macht stark. Es ist immer wichtig, seine eigene Stärke zu trainieren. Draußen gibt's viele Gefahren. Wenn du willst, kann ich dir helfen, stärker zu werden. Fleischsuppe, Alter, das ist so geil. Ich will stärker werden. Gut, der kann mir hier Stärke-Training geben, das ist okay. Ja, Skinner, Komm, machen wir mal. Ich könnte sein Schwert gebrauchen. Oh, verdammt, was ist los? Warum weckst du mich, hä? Ich wette, du weißt es nicht mal. Nein, sag nichts. Jetzt ist es zu spät für Ausreden. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Du kämpfst gegen mich und meine Betty, ja. Oder du versuchst wegzulaufen. An deiner Stelle würde ich laufen. Oh, ich muss echt aufpassen, Alter. Lass dir nicht gefallen! Immer fester drauf! Mach ihn fertig! Oh, oh. Hau drauf! Ach, Kacke. Hey, super schnell. Muss man ihm lassen. Super schnell. Ja, den Fight gewonnen. Ja, da gebe ich mich mal geschlagen hier. Andererseits. Was ist, wenn wir einfach den machen? Mach ihn fertig! Na, mach schon! Langweiliger Kampf! So, jetzt kannst du weiter schlafen, mein Freund. Jetzt kannst du für immer schlafen. Ich wollte das Schwert gerne haben. Und das Gold aus einer Kiste. So. Hey, Fisk. Hey. Hey. Wenn du hey. Hier im Lager einen anständigen Händler suchst, dann hast du ihn gerade gefunden. Meine Hütte steht direkt hinter Esteban. Also, wenn du was brauchst, komm vorbei. Ganz jetzt mal ohne Scheiß. Wenn euch ein Typ auf der Straße so anlabert, würdet ihr in Erwägung ziehen, nochmal hinzugehen? Ich denke nicht. Hallo, Paul. Handelst du mit Schmiedezubehör? Stahl gibt's bei Huno. Ich habe nur ein paar Brocken Erz. Aber die gebe ich nicht her. Es ist das einzige von Wert, was ich habe. Das will doch keiner wissen. Arbeitest du für Huno? Ich wollte ein bisschen Gold machen und habe bei Huno angefangen. Aber seitdem kriege ich von Esteban gar nichts mehr. Er hat gesagt, er kann mich nicht mehr gebrauchen. Was bleibt mir übrig, als weiterhin für Huno zu schuften? Sonst alles klar bei dir? Ich will hier nur meine Arbeit machen, Mann. Paul. Wie es aussieht, beherrschst du dein Handwerk? Wie es aussieht, beherrschst du dein Handwerk? Das habe ich doch schon mal gehört. Bringst du den Stahl? Stahl? Nein, ich denke, du verwechselst mich. Irgendwie kommst du mir bekannt vor. Kennen wir uns irgendwoher? Ich will das gerne mal antworten, einfach weil ich mal die Dialoge hören will. Ich wüsste nicht, woher. Mein Gedächtnis ist ein Sieb. Was soll's? Willkommen im Club. Zeig mal, was du hast. Ja, der hat halt jetzt so Spitzhacken, aber ich habe selber Spitzhacken, deshalb brauche ich da jetzt keine. Aber ich würde gerne mal looten, was es hier noch zu looten gibt. Boah, wow, 5 Goldmünzen. Aber gut, Kleinvieh macht ja auch Mist, ne? Also das ist ja jetzt hier... Hat sich ja trotzdem gelohnt. Guck mal, noch ein Snapperkraut wächst hier in der Ecke. Hat sich doch gelohnt. Ich finde, die Schmiede ist halt hier super designt, die gefällt mir. Hier haben wir direkt den Ofen, der direkt hier... Und hier kann direkt der ganze Scheiß abziehen, der Dampf und so, ist cool. Und ich glaube, im Winter ist es hier trotz dieser großen Öffnung trotzdem recht warm. Weil gerade der Ofen hier das alles schön aufheizt. So. Guck mal, geil, eine Spruchrolle. Super. So, ich glaube, das ist schon
ist schon okay. Andererseits, hier würde ich im Winter nicht schlafen wollen. Das wäre ein bisschen zu kalt. Dann würde ich das Bett lieber direkt neben den Ofen packen. Ich glaube, das wäre dann okay. So, hier haben wir leider nichts. Schade. Oh, ich kriege jetzt gerade voll Bock, mir eine Doku über die Maya anzugucken. Nicht die Biene Maya, sondern das Volk. Oder die Azteken. Die halt auch so geile Tempelstädte gebaut haben. So Machu Picchu und so ein Shit. Warte mal, Machu Picchu, sind das von den Maya? Ich werf das gerne mal durcheinander. Wenn wir nicht gekommen wären, wäre die Sache anders ausgegangen. Machen wir das Mana Extract. Kann ich diese Kiste plündern? Eine Frage, deren Antwort ich direkt ersuchen möchte. Ohne den richtigen Schlüssel. Leider, nein. Auf. Schade. Mit mir kann man so wir haben überall Pfannen. Interessant. Also wir können ganz easy mal Feuer machen. Fleisch machen. So, haben wir hier irgendwas? Aha, guck mal, eine versteckte Truhe. Naja, immerhin. Ich habe es ja schon vor einigen Folgen mal erzählt, aber ich spiele ja gerade noch privat nebenher Kingdom Come Deliverance. Geiles Spiel übrigens. Und da gibt es halt diese Möglichkeit von so einem Stealth-Kill, also dass man halt wirklich sich an jemanden von hinten anschleichen kann und jemanden, wenn man einen Dolch im Inventar hat, den einfach erdolchen kann. Und der Kill ist halt immer safe oder meistens immer safe. Das finde ich halt so cool. Und das würde ich mir halt so sehr für Gothic wünschen, also dass man halt wirklich sich anschleichen kann an jemanden und dann durch eine Tastenkombination halt irgendwie jemand wirklich mit einem Dolch irgendwie abstechen kann. Das wäre so cool. Links, rechts, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts. Oh, links, rechts, rechts, links, rechts, links, links, rechts. Oh, links, rechts, rechts, links, rechts, links. Links, rechts, rechts, links, rechts, links, links, rechts, links. Okay. Oh ja, ein paar Tränke. Tränke können nie schaden. Tränke sind immer gut. Das war keine große Sache. Der Regen sackt jetzt ein bisschen. Okay, ich sollte mit Esteban reden, also machen wir das einfach mal. Du bist also der Kerl, der sich ins Lager gekämpft hat. Das hat sich ja schnell rumgesprochen. Franco war eine harte Nuss. Niemand hat sich mit ihm angelegt. Niemand. Außer dir. Nur damit das klar ist, wenn du versuchst, den gleichen Scheiß bei mir abzuziehen, dann mache ich dich fertig. Ich will in die Mine. Natürlich willst du das. Da bist du bei mir genau richtig. Denn jeder, der in der Mine schürft, darf einen fetten Anteil vom Gold behalten. Und ich verteile die roten Steine, die du brauchst, damit Torus dich durchlässt. Gib mir so einen roten Stein. Okay, aber den gibt's nicht umsonst. Für gewöhnlich verlange ich einen Teil des Goldes, den die Jungs fürs Schürfen bekommen. Wie sieht's denn mit deinen Kenntnissen übers Goldhacken aus, hä? Du verstehst ja nicht gerade viel davon. Wenn ich dir einen roten Stein gebe, dann nicht, weil du so ein toller Buddler bist. Nein. Für dich habe ich eine andere Aufgabe. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Was für eine Aufgabe ist das? Einer der Banditen hatte vor, mich zu töten, aber stattdessen haben meine Wachen ihn getötet. Er war wohl scharf auf deinen Posten, was? Er war ein Idiot. Ein Schläger ohne Verstand. Von allein wäre er nie auf die Idee gekommen, sich mit mir anzulegen. Nein, er hat den Auftrag nur ausgeführt. Geschickt wurde er von jemand anders. Ich soll also rausfinden, wer dahinter steckt. Wer auch immer mir diesen Attentäter geschickt hat, er muss dafür bezahlen. Finde ihn. Und ich lasse dich in die Mine. Wegen dieser Sache hat Senyan mich zu dir geschickt. Senyan? Er arbeitet auch für mich. Ich habe ihm gesagt, er soll die Augen aufhalten. Keine Ahnung, sag du es mir. Wie soll ich vorgehen? Jeder hier im Lager weiß davon. Du spielst also mit offenen Karten. Versuche herauszufinden, wer auf meiner Seite steht und wer nicht. Und lass dich nicht von den Kerlen verarschen. Sprich mit Snuff. Der dicke Koch kriegt eine Menge mit. Muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Okay, ja, also die Sache mit der besseren Rüstung, habe auch gerade schon überlegt, ob ich mir bei Huno eine kaufe, aber ganz ehrlich, hier im Lager brauchen wir keine bessere Rüstung und wenn wir oben sind, erfahrungsgemäß kriegen wir dann die Garderüstung, wenn wir Bloodwind umlegen, aber ich weiß nicht, ob das Spiel vielleicht nochmal einen anderen Plan hat, naja, mal sehen. Also ich glaube, Senyan müssen wir jetzt aber umklatschen. Hey, du. Ich habe mit Esteban gesprochen.
Und er hat dir von dem Attentat erzählt? Er hat mich beauftragt, denjenigen zu finden, der den Attentäter geschickt hat. Weißt du was darüber? Nicht mehr als du. Ich bin ebenfalls auf der Suche nach diesem Auftraggeber. Und jetzt kommen wir zum interessanten Teil. Lass hören. Ich will, dass du deinen Job gut machst. Ich will, dass du diesen Verräter findest. Und wenn du ihn gefunden hast, will ich, dass du ihn für mich tötest. Die Belohnung kassiere dann ich. Ich habe deinen Steckbrief, vergiss das nicht. Mach deine Arbeit und mach sie gut. Du kannst dir denken, was sonst passiert. Wir spielen mal mit. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig. Ich wusste, dass wir uns verstehen würden. Wenn du rausgefunden hast, wer der Kerl ist, erledigen wir diese Zecke zusammen. Und jetzt verschwinde! Du weißt, was du zu tun hast. Das ist jetzt eine spannende Situation. Weil... wir kennen ja alle den Verlauf dieser Quest, ja. Also ich glaube, das spoilere ich jetzt nicht sehr vielen Leuten, wenn ich jetzt sage, wie die Quest verläuft. Ihr wisst alle, wie die verläuft. Die Sache ist, wenn wir rausgefunden haben, wer das ist, haben wir dann wirklich die Möglichkeit, mit Senjan zusammen denjenigen umzulegen? Das möchte ich mal gerne probieren. Das möchte ich wirklich gerne probieren. Weil ich sag's mal so, wenn wir das erledigt haben, dann hat Esteban ja trotzdem noch seine zwei Wachen, aber die könnten wir im Zweifel ja auch umlegen. Ich bin jetzt wirklich mal versucht, das jetzt mal zu schaffen, wirklich den Auftraggeber zu finden und dann zusammen mit Senjan den mal umzulegen. Das habe ich noch nie getan. Ich wüsste auch nicht, dass das geht, aber ich will es probieren. Ich will wissen, wie weit ich das Spiel in diese Richtung ausreizen kann. Was weißt du über das Attentat? Hey Mann, damit habe ich nichts zu tun. Was weißt du über das Attentat? Gar nichts. Okay, schade. Beim dritten Mal würde er nicht was anderes antworten. So. Ich glaube, Fortuna braucht man nicht fragen. Der war sowieso die ganze Zeit geistig umnachtet. Wegen des Attentats auf Esteban. Ja. Hast du eine Ahnung, wer dahinter steckt? Klar. Ich werde es dir sagen. Bestimmt steckt dieser Emilio dahinter. Er ist immer wie ein Bescheuerter in die Mine gerannt. Er hat geschürft, was das Zeug hält. Aber seit das Attentat passiert ist, sitzt er auf seiner Bank und rührt sich nicht mehr weg. Ist ja klar. Um in die Mine zu kommen, muss er sich von Esteban den roten Stein abholen. Ich wette, er traut sich nicht mehr, ihm in die Augen zu sehen. Was könnte Emilio von Estebans Tod haben? Was weiß ich? Vielleicht hat er einen Kumpel in der Mine, der dann Estebans Platz einnehmen würde. Ja, das würde Sinn machen. Richtig geil. Ich frage mich, ob ein Taschendiebstahl bei denen sinnvoll wäre. Dreckiger Dieb. Ach, das ist immer so eine Sache. Dann komm, schlag mich. Na warte. Ja, gehen halt alle auf mich los. Sinnlos. Ah, das sind die Taschendiebstahl. Ich habe mich ja schon oft ausgekotzt, aber ich könnte es immer wieder machen, so. Oh Mann. Hey, du. Wegen des Attentats auf Esteban. Ja? Hast du eine Ahnung, wer dahinter steckt? Warum willst du das wissen? Esteban will ihn tot sehen. Oh, du arbeitest für den Boss. Dann werde ich dir sagen, was ich weiß. Als das Attentat passierte, wollte ich mir von Huno, dem Schmied, meine Spitzhacke abholen. Aber er war nicht da. Und? Er ist sonst immer da. Sehr verdächtig, wenn du mich fragst. Wie geil der halt auch schielt. Das ist so krass. Den sein rechtes Auge oder aus seiner Sicht linkes Auge ist so ein bisschen zusammengekniffen, so. Also ob der, wenn das jetzt noch ein bisschen blau eingefärbt wäre, könnte man denken, der hat sich geprügelt. Witzig. Okay. Gut. Aber wir müssen doch eigentlich noch einen dritten befragen. Na gut, aber Lena hat mich zu Emilio geschickt. Also musst du ja was wissen. Lena hat mir ein bisschen was über dich erzählt. Lena? Der Typ ist ein Idiot.
Das musst du doch gemerkt haben. Er sagt, du warst nicht mehr in der Mine, seit das Attentat passiert ist. Ich weiß nichts. Du arbeitest doch mit diesem Senyan zusammen. Ihr steckt doch beide mit Esteban unter einer Decke. Ich habe genau gehört, was ihr gequatscht habt. Bisher hat Esteban sich einen Dreck um uns gekümmert. Warum sollte ich seinen Leuten trauen? Lass mich in Ruhe. Okay. Also, ich glaube, bevor Emilio was sagt, muss ich Senyan tatsächlich umlegen. Schade. Was weißt du über das Attentat? Hey Mann, damit habe ich nichts zu tun. Ach Mist. Ich habe wirklich gehofft, dass man mit Senyan zusammen den Attentäter besiegen kann. Scheiße. Na gut. Dann ist dem wohl leider nicht so. Hey. Du weißt, was du... Ach, Kacke. Hab echt gehofft, dass man das Spiel irgendwie verarschen kann, aber... Naja, gut. Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Du hast 10 Jahre umgelegt. Hast du damit ein Problem? Nein, Mann, damit habe ich kein Problem. Ganz im Gegenteil. Der Mistkerl hat für Esteban gearbeitet. Na, okay. Und denen ist es nicht schade. Hilf mir, den Auftraggeber des Attentats zu finden. Nein, damit will ich nichts zu tun haben. Wenn einem Idioten wie Lena auffällt, dass du dich merkwürdig verhältst, kann es nicht mehr lange dauern, bis auch Esteban dahinter kommt. Ich, scheiße, ich sag dir nur einen Namen, mehr nicht. Ich höre. Huno, geh zu Huno. Er muss was über die Sache wissen. Okay. Ich danke recht herzlich fürs Zusehen bisher. In der nächsten Episode geht's weiter und dann werden wir hier die Sache mit dem Attentat weiter verfolgen. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit am Start wäret. Lasst gerne ein Like da, aktiviert die Glocke, schaut in meinem Warcraft-Let's Play vorbei, macht's gut und ciao.